also alle Accounts, was geöffnet ist, was gerade neu rumlaufen auf TikTok, vom BR-Chef Fake-Account, von was weiß ich welchen Accounts. Habt ihr Leute? Ich würde sonst nicht stützig so drauf reden, wenn ich nicht wusste, dass ihr das nicht seid. Ich hab dich gefragt, warum hast du gesagt, weißt du nicht? Warum denkst du überhaupt mit Sinan noch ab? Keiner will mit Sinan was zu tun haben. Du bist der Einzige, der noch mit Sinan abhängt. Zusammenarbeit mit Mipa. Wer ist denn Mipa hier? Ist der König von Kapaki oder was? Ist er sein Spiel? Da passt doch was nicht zusammen, Digga. Sinan schießt gegen Mipa und Mipa schießt gegen Sinan gerade. Wo arbeiten die zusammen? Auch sagen, wie ihr das macht. Ich kann euch auch sagen, wie ihr das macht. Ihr geht zu den Leuten in den Livestream mit Fake-Account, zum Beispiel mit BR-Fake-Account und labert die Leute voll. Gib mir jetzt deine Autos her. Zu meinen Leuten, Alter. Seid ihr noch ganz dicht? Nein. Ja, seid ihr wirklich noch ganz dicht da hinten in der Birne? Was für ein Kindergartenmüll spielt ihr denn hier? Cedo, du bist jetzt der Einzige, der mit Sinan rumgehangen hat letzte Zeit. Du kommst mir jetzt nicht drum rum, dass er mit mir bearbeitet. Ich weiß, dass da Krach gibt. Cedo, ich habe euch gleich am Anfang gesagt, haltet mich da raus. Was habt ihr gemacht? Ihr habt einen Fake-BR-Account erstellt. Ich komme einfach dafür. Ich schreibe, jeder aus BR weiß, dass Sinan ein Hurensohn ist. Nicht so. Super irgendwie zu salzen, Alter. Ich weiß dir nicht, Alter. Ich habe euch eiskalt erwischt und ich werde das veröffentlichen, dass jeder mit zu tun hat. Ständig, Alter. Oder Mipa schickt doch ständig dahin zur PM, Alter. Designer, Alter. Ihr Behinderten, Alter. Ihr verdient selber kein Geld damit, Alter. Was? Ihr geht aber um fuck die Leute ab, die Geld verdienen schon mit Kapaki. Anstatt selber euch auf den Arsch hinzusetzen und mal bei einer Mannschaft hinzustellen und Kohle verdienen. Nein, wir machen lieber Fix-Account und versuchen denen das Leben zur Hölle zu machen. Digga, eure Seife könnt ihr euch nicht in den Arsch schieben. Ihr seid doch echt dumm, Alter. Wir haben euch echt zur Welt geboren, Alter. Haben die dich tatsächlich mit Gold auf die Welt gebracht, oder wie? Junge, Bert. Du und Sinan, ihr seid einfach zwei dümmste Kinder, die hier im Kapaki versuchen, irgendwie hier Wind zu machen. Deswegen. Wenn du einmal die Hand hochgibst, ja. Alter, das war's, du bist doch tot, Alter. Du bist kaputt, Digga, weil du nie in deinem Leben Spaß gemacht hast. Vogel. Ja. Du mich hier voll, Alter. Sag doch zu mir, Koksüchtiger, du kleiner Django, Alter. Deine ganze Familie ist ein Django, Alter. Deine Kinder sind schon vorprogrammiert auf dem Joint, Alter. Individuell, keine Ahnung. Aber wenn man ja so dumm ist, so wie Shadow, ja, dann merkt man das gar nicht. Alter, du hast da hinten Stimmel aufgesammelt, Alter. Mehr hast du nicht gemacht, Alter, bei Kaufland. Freut er sich, dass er bei Kaufland gearbeitet hat, Junge? Ein Job für dein ganzes Leben, oder was? Ich hab bei Kaufland gearbeitet. Ja, wie lange hast du da gearbeitet? Ein halbes Jahr? Und jetzt bist du glücklich, ich hab bei Kaufland gearbeitet. Ja, und ich war bei A&M Vorarbeiter, ich war bei Putnikowski im Lager und Vorpal. Okay, stamm. Du Vogel, Alter! Du hässlicher Vogel, Alter! Hey, du, deine Kinder sind hässlich. Ich